Bevor das Spiel beginnt, ein kleiner Hinweis. Ubisoft hat mit einem Update einen Bug veröffentlicht, dass teils Stunden von bereits gespielten Spielstunden einfach verschwinden. Leider hat es mich ab hier auch erwischt. Vor dem Let's Play zeige ich euch kurz meine Reaktion darauf. Wobei ich sicher bin, dass das Kloster ist, was wir schon mal überfallen haben. Aber wie man ja sieht, habe ich es gerade entdeckt. Also irgendwas ist hier verbuggt, glaube ich, im Spiel. Ganz ehrlich. Doch, aber ich kann mich hier definitiv dran erinnern. Und ihr könnt euch vielleicht auch dran erinnern, wenn ihr das Let's Play verfolgt habt. Ja, das ist genau, das ist nämlich der Baum, den wir schon mal, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, den wir schon mal im Let's Play nicht knacken konnten, weil wir nicht wussten, wie wir unter dem Baum oder wie auch immer kommen sollen. Und im Baum oben haben wir auch nichts gefunden. Ja, anscheinend ist es wohl so, dass sich die Sachen nach, also die Reichtümer nach einer Weile wieder auffüllen. Oder es liegt nur daran, dass die jetzt neue Besatzung bekommen haben, weil wir nicht alles genommen haben, weil wir ja die Sachen mit dem Baum nicht hinbekommen haben. Nein! Nein! Du Idiot! Das neue Leder! Solltest doch gar nicht dahin schlagen. Oh! Oh! Ich glaube, ich habe gerade die Sache mit dem Baum entdeckt. Kann das sein? Nee, ne? Hallo? Hey, komm mal kurz her! Es ist aber keiner da. Rohmaterial, sehr schön. Entschuldigung. Ich wollte auch was zum Plündern haben. Die sollen nicht warten, bis ich da stehe. Dadurch kriege ich ja auch nicht mehr. Okay. Gibt es hier noch irgendwas anderes, was wir hier holen können? Nö, ne? Dann können wir auch wieder nach oben. Diesen kleinen Ausschnitt wollte ich euch nicht vorenthalten, weil ihr hier rückblickend nochmal sehen konntet, wie ihr an das Geheimnis ja, mit dem Reichtum unter dem Baum in Anführungszeichen kommt. Weiter geht es jetzt aber mit dem normalen Let's Play. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass mir einige Male danach das nochmal passiert ist, dass ich ältere Speicherstände geladen bekommen habe vom Spiel. Da gibt es wohl einen kleinen Trick, und zwar, ihr müsst immer darauf achten, dass ihr nicht über das automatische Speichern, das automatische Speichern war es, glaube ich, drüber speichert. Also der Spielstand, der so ein kleines Cloud-Symbol oben drin hat, so eine kleine Wolke, da dürft ihr auf gar keinen Fall drüber speichern. Das Problem ist, dass viele Leute fast alle Speicherstände mit diesem Cloud-Symbol plötzlich belegt hatten, obwohl es gar keine Cloud-Speicherstände waren. Achtet da bitte immer drauf, dann solltet ihr normalerweise von diesem Bug verschont werden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut und ich habe jetzt herausgefunden, wie ich wo reingehen musste. Und zwar, wenn ich auf das Hauptmenü gehe, wobei wir da jetzt direkt, glaube ich, auch hätten reingehen können, und hier unten auf Ubisoft Connect, dann muss ich einmal Valhalla auswählen, weil ja noch andere Spiele drin sind. Und es buggt und ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum auch immer. Ah, jetzt geht's rein. So, dann möchte ich den spartanischen Bogen. Genau. Und endlich ist mein Guthaben auch gut geschrieben worden. Das heißt, ich werde ihn jetzt kaufen. Was ein wenig dauert. Tada! Und ich habe jetzt diese Belohnung erhalten. Waffen können im Inventarmenü gewechselt werden. Sehr schön. Dann verlasse ich das Ganze jetzt erstmal. Und ich hoffe, dass mir der Bogen jetzt gut geschrieben worden ist. Ich werde jetzt vorsichtshalber nochmal kurz speichern. So, dann spreche ich mal eben mit dem Schmied. Mal schauen. Zeigst du mir deine Waren? Puh.
Harpunebogen. Das ist der, den wir haben. Spartanischer Bogen. Sehr schön. Da werden wir jetzt die Qualität verbessern. Ja, wir können sie nochmal verbessern. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was wir dafür gerade bezahlt haben, weil es stand jetzt irgendwie nichts drin. Letzte Form erreicht. Das ist dann wohl die Goldform, wenn ich das jetzt richtig sehe. Sehr schön. Ja, alles andere. Den haben wir auch schon auf Gold bringen können. Für die haben wir immer noch nicht die Sachen, die wir eigentlich brauchen. Also jetzt kommen wir jetzt hier. Sieht noch mächtiger aus. Ja, danke, danke. Ich muss jetzt erstmal hier raus. Ich muss gehen. Bleib gesund. Das Kampfesglück sei dir hold. Dankeschön. So, dann werde ich jetzt mal eben im Inventar schauen, weil wir brauchen ja streng genommen nur 5 Teile von der Berserker-Ausrüstung. Und das Bärenschild müsste, genau, das hat auch diese Berserker-Ausrüstung drin als... Ach, der Bogen ist sogar nur von den Wölfen, sehe ich jetzt gerade. Ach, das ist der Bogen von der Berserker-Ausrüstung. Ja, dann nehmen wir den. So, ich hoffe, dass das ja, etwas Positives ist, dass wir den tauschen. Dann möchte ich auch noch mal mit dem Kleinen sprechen. Mit dem Kleinen kann ich gerade nicht sprechen. Mit dir kann ich aber sprechen. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Warum schon wieder? Ja, ich hab dir zuletzt schon gesagt, dass ich das bin. Wir kommen im Namen der 1000 Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der 1000 Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Ja, und ich habe bereits gesagt, dass er die Stimme von dem einen Mädel hat, von der Serie von Boss Baby. Also verstehe ich jetzt nicht, warum ich das Ganze jetzt nochmal machen muss. Und woher kennst du mich? Die 1000 Augen haben auch 1000 Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Aber ich meine, das letzte Mal hat er uns den Stein nicht geschenkt. So, Ruhvolk Rücken. Oh, das ist aber ganz schön teurer Handel. Okay, da könnte man jetzt für das Wolfsset ein anscheinend gutes, leichtes Schild bekommen. Und was ist das hier, Draug? Verschiedenes. Also das ist wahrscheinlich eine Optik, nehme ich mal an. Ja, davon können wir uns eh nichts leisten, beziehungsweise... Doch, wir könnten uns theoretisch das Tattoo für den Rücken leisten. Ich weiß aber nicht, ob wir die Runen noch für was anderes brauchen. Das ist jetzt mein Problem. Und ich denke, so viele... ja, da oben steht es ja. 56 haben wir jetzt nur. Deswegen, klar, so ein Tattoo ist natürlich ganz schön, aber brauchen wir ja nicht unbedingt. Wir sparen uns das erstmal. Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch eine Freundin der 1000 Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung.
Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Ja, und wir haben erneut die Quest der 1000 Augen abgeschlossen. Und wieder 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Also es macht mir ehrlich gesagt doch etwas Sorgen. Oh, und der Angelladen ist nicht mehr ausgebaut. Also irgendetwas scheint hier schiefgelaufen zu sein. Wahrscheinlich mit einem Speicherstand oder so von Assassin's Creed. Das habe ich bisher noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ich schaue oben mal nach, ob das Museum noch steht und ob sie auch wirklich schon hier angekommen ist, also hier drin ist. Er übertrifft sie alle mal. Er ist schnell. Was war das jetzt für einer hier? Ach so, das war der Tätowierer, okay. Da habe ich ja gesagt, das werden wir erstmal so stehen lassen. Gewitzt und für alle zugänglich. Meine ist die Kunst der Massen. Oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Das ist nicht euer Ernst. Hier fehlt das komplette Zelt von der Wahrsagerin, was wir in den letzten Folgen irgendwann geholt haben. Das heißt, vermutlich wird wahrscheinlich auch das Gebäude, was ich gebaut hatte, bezüglich der... Ja, das ist auch nicht mehr da. Es ist auch nur noch ein Zelt. Ich begreife es nicht, dass sowas überhaupt passieren kann. Ich verstehe es einfach nicht. Ich begreife es gerade wirklich nicht. Wir hatten uns ja auch dieses Gemälde hier angeguckt beim letzten Mal. Ich glaube, da konnte man aber nichts machen, soweit ich mich erinnere. Nee. Ja, also hier ist nichts mehr, was ich gebaut habe. Das ist natürlich gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich werde das jetzt nochmal bauen. Wenigstens habe ich aber meine Kosten immer, meine Rohstoffe immer noch drin. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig übel, weil ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben seitdem. Haben wir mit dem noch irgendwas besprochen? Ich will mein Pferd ausbilden. Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. So, Schwimmen haben wir ja sowieso schon. Das ist... Schwimmen ist ausgebildet, Ausdauer ist ausgebildet. Schwimmen kann man nochmal? Achso, verbessere die Geschwindigkeit beim Schwimmen. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Dafür brauchen wir zum Beispiel wieder Geld. Und dann verbessere die Gesundheit deiner Tiere. Würde ich jetzt einmal auf jeden Fall machen, dass wir es drin haben. Und das Schwimmen auf jeden Fall schneller machen. Und anscheinend können wir dann die Ausdauer auch nur einmal machen. Okay, das ist dann alles abgeschlossen. Das war's also für heute? Ja, das war's für heute. Moment, lass mich deine Waren sehen. Was war das nochmal? Was kannst du mir heute anbieten? Ah, jetzt haben wir auch ein neues Pferd bekommen. Ich weiß nicht genau, wie oder wodurch ich das bekommen habe. Und die kann man sich noch zusätzlich kaufen. Ja gut, ich brauche ja keine... 9. Das ist der Rabe. Das ist quasi ein Rabe mit Tätowierung sozusagen. Und wir können sogar mit einer Taube rumfliegen. Das ist, beziehungsweise die Taube kann fliegen, wir natürlich nicht. Das ist natürlich auch cool. Das werden wir aber erstmal lassen. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald, Eivor. Ja, also ich weiß nicht, warum das Spiel zwischenspeichert, wenn das dann alles plötzlich weg ist. Das erklärt aber definitiv auch, warum wir... Unsinn, das hat nichts mit Kunst zu tun. Du warst die Feinde. Ja, mit euch rede ich später. Das erklärt aber definitiv auch, warum wir dieses eine Kloster nochmal ausrauben konnten, was wir ja bereits ausgeraubt haben. So, bei mir ist eh alles aufgeladen. Ne? Ich habe nämlich gehört, dass man so die Sachen nochmal aufladen kann. Kann man das hier denn eigentlich nicht... Das kann man anscheinend nicht richtig bauen.
sondern die lassen das so. Wir hatten ja hier die Sachen mit dem Angeln bereits gebaut. Was haben wir denn hier? Schiffswerkstatt. Gudrun und Gudmund helfen dir dabei, dein Langschiff zu verändern. Du findest Vorlagen dafür, während du die Welt erkundest. Okay, aber das ist ja eigentlich nur Kosmetik, deswegen würde ich das jetzt erstmal noch lassen. Aber ist gut zu wissen, dass wir das überhaupt machen können. So, jetzt muss ich mal schauen. Kann man das von hier aus schon machen? Angeln ist da. So, zielen mit links. Und Schnur auswerfen mit rechts. Okay, aber wir sollten erstmal gucken, habe ich gehört, ob hier irgendwo überhaupt Fische sind. Da hinten sind nämlich welche. So. Sieh an, so viel leckerer Fisch. Drücke A, um den Fisch an Haken zu bekommen, sobald er anbeißt. Okay. Aber hier steht, ich soll R drücken. Was denn nur? Also A und RT scheint das gleiche zu sein. So, mit L kontrollieren, zum Ziehen schneller drücken. Okay, also ich versuche immer zu uns zu ziehen. Sollte nicht zu sehr unter Spannung sein. Haben wir? Wir haben unseren ersten Fisch gefangen. Wie geil. Okay, das Problem ist nur, dass man natürlich nicht weiß, welche Fische jetzt überhaupt wo sind. Da hinten ist noch mal einer. Nein. Ich habe gedacht, das bleibt jetzt auf der Angelschnur. Tut es anscheinend nicht. Der ist jetzt da. Na komm. Na komm. Ist natürlich schon so ein bisschen langweilig, das Angeln, aber... Ah, okay. Also man hört es wirklich, indem er plätschert. Komm, komm. Habe ich ihn jetzt? Na? Ich hab ihn. Das war sogar eine große Forelle. Okay. Ja, das ist mal cool. Ich lasse allerdings mal sie kurz... Sie für mich sühnen. Genau. Die wurden nämlich jetzt auch nicht mehr gemacht. Das ist natürlich blöd. Kann man hier irgendwie raus... Oder muss man das dann hier wieder, wahrscheinlich muss man das aus dem Menü wieder rausnehmen. Weil es mir nämlich gerade eingefallen ist, wir hatten ja noch einen Teil. Und dann kam ja erst die Seherin zu uns, nachdem wir das gemacht hatten. Und da hatten wir hier das Teil für die Kriegsausbildung sozusagen gemacht. Wobei ich nicht weiß, was ist denn das hier hin? Sühnen, leite mich. Bäckerei. Verbessert die Festmahlstärkung. Ich würde sogar fast sagen, dass wir das erstmal ausprobieren, weil das mit dem Heer hat ja nicht wirklich viel gebracht. Können wir hier noch irgendwas machen? Berserker Waffenlager hatten wir schon mal. Bärentotem hatten wir schon mal. Machen wir mal Zielscheibe. Die hat man noch nicht. So, perfekt. Okay, dann würde ich sagen,
Plus 25 Gesundheit. Ach so, das bringt das. Verbessert die Festmahl. Ja gut, dann nehmen wir das jetzt mal eben und bauen das anstelle von dem vorne. Unsere Siedlung hat Level 3 erreicht. Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Hm. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir noch schnell. Ich helfe immer gern. Welche Erleichterung. Ich hatte Angst, Holmgerd zu fragen. Neuankömmlinge? Ob Valka unter ihnen ist? Ja, ist sie. Also vorausgesetzt, dass sie diejenige ist, die geht mit ihm zum Markt. Okay. Torbjörn, die Hesse hat dich zu unserem Clan geführt. Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender, vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde. Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taugenichtse und Vagabunden bei euch aufnehmen würdet. Und das fandest du ansprechend? Aber ja, und wie? Ich war schon immer ein Herumtreiber. Der Gedanke, mich einer Horde Raufbolde anzuschließen, gefiel mir. Und als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Okay, ich habe mich jetzt übrigens vertan, weil ich Idiot bin natürlich jetzt hier hingelaufen. Wollte aber gar nicht hierhin, sondern ich wollte dahin. Theoretisch könnten wir das ja auch auf dem Wolf machen. Oh, hier ist noch etwas. Da kann ich auch mal eben eine neue Verzierung reinmachen. Ich meine den Übungs... Ach nee, Moment, den Brunnen hatten wir noch nicht. Dann machen wir den noch einfach mal da rein. So, da ich jetzt gerade gesehen habe, dass gespeichert wurde, machen wir das natürlich auch mal kurz. Komm, steig auf. Wir gehen mal eben zum... Oh. Was war denn das gerade? Junge, komm mit. Ist der dumm? Wir müssen doch hier rum. Hallo? Kommt der nicht mit übers Wasser oder wie? Hä? Gibt's denn hier oben eine Brücke? Ja komm, steig auf. Los. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie übers Wasser kommen ohne... Vielleicht hier. Nee, da springt er auch wieder ab. Ist der doof oder was? Was ist denn, wenn ich so rübergehe? Kommt er dann mit? Hallo? Junge, wo bist du? Der steht immer noch da hinten. Was soll denn der Quatsch? Gibt's da denn eine Straße hin? Da gibt es eine Straße. Also er will wahrscheinlich lieber über die Straße oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Kommst du mit? Hallo? Bist du verbuggt oder was ist los? Wir müssen weiter. Du bist das doch. Komm mit. Oder muss ich mit dem jetzt übers Wasser irgendwie... Weil, ach so, ja, weil wir die Sachen sonst nicht tragen können wahrscheinlich, ne? Oder er hat einfach keinen Bock, das kann natürlich auch sein. Das Problem ist, wenn wir jetzt zum Schiff gehen, da sehen wir natürlich dann die Seherin. Ja, er kommt aber auch gar nicht so richtig, aber er kommt bis hier auf jeden Fall mit. Wir probieren das jetzt mal über den Weg. Schätzchen, komm. Komm, ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen schneller.
So, steig mal auf, Junge. Komm. So, Straße folgen und zum Questziel. Mal sehen, was er dann macht. Das ist ja super, der Straße folgen. So hätte ich jetzt auch laufen können. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das soll, warum er jetzt nicht mitgekommen ist. Wahrscheinlich wirklich irgendwie verbuggt, dass er nur über die Straße mitkommt, aber nicht mal kurz über dieses Wasserstückchen da springt. Was natürlich eigentlich schwachsinnig ist, aber naja. Ich werde dann hier mal einen kleinen Cut machen und werde euch dann wieder hinzuschalten, sobald ich angekommen bin. So, also wir sind jetzt gleich am Markt angekommen. Es ist wirklich extremst lästig, mit dem Typen hier hinzukommen, weil auf dem Wolf will er anscheinend nicht mitreiten. Da backt er dann irgendwie rum und ist dann plötzlich ganz woanders. Egal, ob man ja dem Weg folgt oder nicht. Und auch so muss man zwischendurch, weil man anscheinend ein bisschen schneller ist als er. Wieso läuft sie jetzt nicht mehr? Muss man immer wieder stehen bleiben und auf ihn warten. Ja, ja, ich sehe euch. Was kann ich... Du bist es. Was suchst du hier in Mercia? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung. Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Das sollte genügen. Herzlichen Dank. Gerne. Und du, du passt gut auf dich auf, ja? Das hört sich irgendwie nicht gut an. Achso, Spiel kann auch gerade nicht gespeichert werden. Das ist irgendwie nicht gut. Hallo, du sollst dem Fluss folgen und zum Questziel, wie ich es eben gedrückt habe. Kaufst du öfter bei ihm? Er schien etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, bärtige Männer, nicht wahr? Das kann gut sein. Also ich werde hier mal nichts cutten für den Rückweg, weil ich nicht weiß, ob wir eventuell angegriffen werden. Wobei wahrscheinlich konnte ich nur deswegen nicht speichern, weil wir noch einmal zu deiner Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brote backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Die Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Es ist ein ehrenwertes Handwerk. Doch ist es deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, klingt es äußerst großmütig. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. So, in der Hoffnung, dass dann nicht die Sequenz von hinten losgeht. Brauchst du noch Hilfe? Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo ab. Na gut, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Eivor. Hab Dank für deine Hilfe. Ja, und damit haben wir heute ausnahmsweise mal etwas Neues gemacht und die Quest mit dem Bäcker abgeschlossen. Sehr schön. Eivor! Ja, ja, ja. Um euch kümmere ich mich später. Ich werde jetzt erstmal ganz schnell nochmal... okay, ich kann leider nicht durchrollen. Nochmal das Gleiche machen, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe. Aber dazu muss ich zu Fuß gehen und das ist natürlich auch blöd. Okay, also ich würde sagen, dass ich das mal eben offline mache. Ihr kennt das ja, wir müssen ihre Sachen tragen, begleiten sie dann nach oben Richtung Stall, links daneben bzw. links dahinter wird dann ihre Unterkunft sein und die möchte ich gerne ausbauen. Ob ich das machen kann, sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn ich soweit
bin. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht in Zukunft alles immer wieder neu machen muss, sondern dass das jetzt einmalig war. Ich weiß nicht, was Ubisoft da für ein Mist gebaut hat mit der Synchronisierung oder so vom Speicherstand. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich denke dran. Ich werde es in Zukunft versuchen, dass ich nur noch manuell speichere, besonders wenn ich rausgehe und diesen Speicherstand dann auch lade. Und ja, ich hoffe inständig, dass solche Sachen dann nicht mehr passieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao!